dann deinen Namen aus. Pass auf. Genau. Also, wir machen jetzt ein Video für YouTube. Pass auf, ganz kurz vorneweg. Wir spielen ein neues Spiel, das heißt My Little Planet 3, My Little Big Planet 3 und die Mama spielt heute mit. Okay. Guck mal, willst du mal Hallo sagen? Hallo, du musst auch schon näher rangerutscht kommen, wenn du in der Lautstärke weiterreden willst. Und die Mami hat gesagt, wenn wir hier 30 Likes schaffen, macht sie in Zukunft jedes Video mit. Das habe ich nicht gesagt. Also, aber so ähnlich. Nein, du hast gesagt, wenn ich mitmache, dann gehst du morgen mit mir shoppen. Wenn wir 30 Likes schaffen. 20. Du verkaufst dich unterm Wert. Mama. Was ist denn dein Controller? Genau, zeig meiner Mama, wie man den Controller startet. Ja, auf den Knopf kannst du das machen und jetzt musst du hier den Appi aufnehmen. Genau, da bist du das. Bist du mit dabei. Erste Mal. Und das heißt, jetzt muss ich dazu, dass ich euch alle sagen, wir haben jetzt keine Kopfhörer auf, wir haben auch nicht, weil wir nicht für alle drei jetzt angeschlossen haben. Wir hören also quasi über den Fernseher mit. So, da steht hier, denn, also jetzt können wir erstmal das Fernsehbild kalibrieren. Kannst du jeden kleinen Winkel von Little Big Planet erkennen? Dann heißt es kalibrieren. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, jetzt mal das Bild dunkler, guck mal. Und jetzt ist es zu hell. Bei YouTube ist immer alles zu dunkel, deswegen machen wir das jetzt gleich volle maximale Helligkeit. Benutze linkes Ding und jetzt können wir X drücken. So. My Little Big Planet 3. Ach so, drück mal X. Ja. Das muss ich noch rausschneiden. Das musst du erstmal ein paar Mal auf OK drücken. Du musst jetzt ein PlayStation-Netzwerk anmelden. Einfach mal weiter drücken, nochmal weiter und nochmal weiter. Siehst du, zum ersten Mal startet. Das habe ich ja nachher raus. Das schneide ich ja nachher raus. Und hier müsstest du rein zurück. Wie jetzt? Ohne Witz mal. Warum muss denn das jetzt eingetragen werden? Ich habe doch, glaube ich. Ey, ohne Witz. Muss ich nachher rausschneiden. Siehst du, geht schon los. Der Geburtstag lassen wir aber drin. Nee, ich lasse das Jahr hinten, mache ich weg. Doch, ich mache ein Bild drüber oder sowas. Los, gar nicht das eintippe. Postleitzahl. So. Also jetzt fangen wir auch wirklich an. Jetzt geht's aber wirklich los. Sumo Digital. Ist dir auch so warm? Einer kann etwas anschauen und es bestaunen. Zwei können zusammenschauen und das Staunen teilen. Wir sprühen immer zu Funken der Fantasie. Lasst uns diese Funken teilen. In jedem Verstand gibt es einen Code, der unsere Kreativität steuert. Er bildet eine Leitung, so etwa wie eine Gehirnnabelschnur, die auch die fernsten Bereiche unserer Fantasie erreicht. Also lass uns bauen. Zusammen können wir die Grenzen überschreiten, bis sie nur noch ein kleiner Punkt am Sternenhimmel sind. Lass uns fliegen. Stecken wir unsere Köpfe zusammen und gestalten. Jeder auf dieser Kugel der Träumer trägt seine Ideen bei. Sie steigen die Gehirnnabelschnur hinauf und versammeln sich in der Fantasiesphäre, der Heimat unserer kreativen Ideen. Also mach mit, denn du bist wirklich immer und zu jeder Zeit herzlich willkommen in Little Big Planet. Also wir haben alle drei, keine Ahnung, das heißt, wir gucken jetzt einfach, was hier passiert. Bestaune in Ehrfurcht deine Zentrale, du bist nicht im dein Westen Stützpunkt für eigentlich? Abenteuer, dein Fenster zur Ebene der Wunder, dein Exploratorium für die Weiten der Fantasiesphäre. Das war kein Scherz, das ist deine Zentrale. Also hol dein Poppet raus und verteile ein paar Sticker und Dekorationen. Fühl dich hier wie zu Hause, denn das bist du. Lade doch ein paar Freunde ein, wenn du fertig bist. Schmeiß eine Party. Die Nachbarn beschweren sich nie, also leg los. Und wenn du gehen möchtest, stapfe einfach zu deinem Zentralcomputer und drück die Menütaste. Unglaubliche Abenteuer stehen direkt vor deiner Tür. Okay, wir sind schon mal zu zweit. Das heißt, einer fehlt.
Okay, das heißt... Oh Gott! Guck mal, ich kann jetzt die Wand nicht wegdrücken. Ich kann auch nicht nach vorne. Hä? Wieso kannst du nach hinten? Ach, hier nur. Ich kann nicht nach hinten. Doch, jetzt will ich auch hinten. Aber nach vorne kann ich nicht. So, gehen wir zum Zentral. Oh, wie wunderbar. Du hast den Weg zum Zentralcomputer gefunden. Die Fantasiesphäre ist nur eine Bewegung des linken Sticks und einen Druck auf die Aktionstaste entfernt. Probier's doch einfach mal aus und wähle die Spielen-Option. Das wollte ich schon mal spielen dazu, pass auf. Abenteuer? Ich will wetten, dass wir das jetzt beim Spielen machen müssen. Ah, Banken. Noch ein tolles Beispiel für das Wunderplanetare Wunderbar. Besuche Banken einfach, wann immer du willst, indem du ein Abzeichen auswählst mit dem linken Stick und dann die Aktionstaste drückst. Es ist fast schon zu leicht. Also du rennst da rum, guck mal, ich bin vorne am Controller. Guck mal hier, ich kann deinen Controller auch bedienen, guck mal. Ich kann rechts, links. Wer rennt hier hinter mir rum? Geh mal weg. So, das heißt... pass auf, ich drücke mal jetzt auf X einfach. Also die Charakter anpassen, habe ich stimmt, das habe ich auch irgendwo gesehen, dass es geht. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt da aus das kommt. Also ich wähle hier offensichtlich gerade aus, wo wir hingehen. Spielen mehr. Spielen auf mehr. Spielen über dieses Level. Okay, Abenteuer beginnt. Das ist wahrscheinlich das erste zum Kennenlernen des Spiels. Das ist ja schon mal niedlich gemacht, dass man das mit dem so unheimlich. Zum Glück bist du nicht nah genug an dem Mikrofon. Dir gefällt es jetzt schon ganz gut. Ich hab gesagt, wenn man das mal. Ach so. Ein Besuch bei Little Big Planet enthüllt dein wahres und reines Selbst. Einen knuddeligen, neugierigen Abenteurer, eine Sackfigur. Und das bist du. Du siehst Hammer aus. Ach, guck mal, es ist Intro, ein Spiel von. Es ist, also mit dem linken Stick bewegst du deine Sackfigur. Ganz leicht antippen, um etwas zu schlurfen. Und etwas beherzter schubsen für einen Sprint. Also schlurfen kann ich nicht. Ich kann nicht schlurfen. Guck mal, ganz, schlurf mal ganz langsam. Ganz leicht antippen, um etwas zu schlurfen. Achso, guck mal, hier, guck mal, ich kann's. Ja, ich kann's. Du musst ganz langsam, also ganz, ganz wenig bloß. Das ist ein Schlurfdruck. X ist hüpfen. Ja, ist ja eigentlich was. Ich kann die Bonnie erkennen, was ist. Bring doch, wenn du dich traust. Dafür musst du ja. Der Aufstieg deines Ichs vom Boden der Erde in die Sphäre von Little Big Planet ist vergleichbar mit einer Wiedergeburt. Du erscheinst hier als ein nacktes Bündel wolliger Unschuld. Die Betonung liegt auf nackt. Zieh dir Kleider an, die sagen, ich mein's ernst, Kleiner. Da ist die Mama links, hast du gesehen? Schnapp dir vielleicht ein paar robuste Hosen oder einen Abenteurerhut. Öffne hierfür deine Vorbild mit der Menütaste und wähle die Charakter anpassen. Ah, Menütaste? Charakter anpassen. So, zur Karte. Hier ist die Kamera, Details. Karriereleiter? Ich sehe ja nicht mehr. Nochmal. Dort kannst du den Inhalt mit dem linken Stick durchschneiden und das gewünschte Gewand mit der Aktionstaste anziehen. Sobald die Boutique geplündert ist und du ansprechend gekleidet und geschult bist, kannst du mit dem Schuppen der Zurücktaste deinen Kumpels präsentieren. Also nochmal, hier öffnen wir es wirklich drauf an. Wenn du es wirklich drauf anlegst. Ja, ich bin nicht so schnell. Du bist wieder weg. Warte, das machen wir mal an. Wir müssen das nochmal. Guck mal, mit nach links. Komm mal mit nach links. Wir müssen nochmal nach vorne. Na hier. So, jetzt laufen wir nochmal dahin. Guck, jetzt kommen wir fahren wieder, was auch. Der Aufstieg deines Ichs vom Boden der Erde in die Sphäre von Little Big Planet ist vergleichbar mit einer Wiedergeburt.
Du erscheinst hier als ein nacktes Bündel wolliger Unschuld. Die Betonung liegt auf nackt. Zieh dir Kleider an, die sagen, ich mein's ernst, Kleiner. So wie du da links aussiehst. Schnapp dir vielleicht ein paar robuste Hosen oder einen Abenteurerhut. Also jetzt muss ich, Öffne hierfür dein Poppet mit der Menütaste und wähle die Charakter-Anpassen-Option. Dort kannst du den Inhalt mit dem linken Stick durchstöbern und das gewünschte Gewand mit der Aktionstaste anziehen. Sobald die Boutique geplündert ist und du ansprechend gekleidet und beschut bist, kannst du dich durch Drücken der Zurücktaste deinen Kumpels präsentieren, wenn du es wirklich drauf anlegst. Ich nehme jetzt das Dr. Living Kostüm, so. Was ist denn hier mit mehr? Markieren, nutzen. So. Nicht raus. Das könnt ihr machen. Ich mache Viereck. Kann das immer nur einer machen? Das ist ja auch so innen wie ich, oder? Nee, du hast ja den Schenkpapiersticker. Müsst ihr X drücken? Jetzt auf Preis wieder. Was du bist, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, ihr habt doch, ihr könnt doch beide gleich sein, siehst du? Ja, du bist doch die Rechte, oder? Guck mal, Kreis. Und du bist der Linke, du bist der Rechte. Julian, guck mal. Das ist sogar vier. Nee, die Julian machen das. Also Jan, drück mal X, drück mal Kreis wieder. So, noch, jetzt gehst du nach oben. Jetzt willst du X. Und jetzt suchst du dir was aus. Ja, aber das sieht man jetzt gar nicht. Drück mal Kreis. Ja, dann passen wir. Drück mal X. Dann drück jetzt mal auf L1. Da oben, ich muss den los gemacht. Ah, jetzt müssen wir zurück. Du kannst nach unten gucken, kannst du unten den Outfit ausdrücken. Das ist jetzt Rotkäppchen, oder du bist Dr. Living's Hack. Das ist aber auch schön. Du kannst auch mit dem Mittelfeld Rotkäppchen. Mama ist Rotkäppchen. Hier oben. Nein. Ach so, das ist die Farbe nicht gut jetzt hier. Ich will nicht öffnen. Das ist trotzdem. Was machst du denn da? Also das geht aber nur mal nicht in den Punkten, in den Geschenkpapier mit Sternen. Ich bin für die Seite streifen. Guck mal, ich hab für die Seite streifen. Ich hab für die Seite streifen. Nee, das ist schon ein bisschen Gold im Gesicht, guck mal. Du bist der mit der blauen Leine, der Gold im Gesicht ist. Das bist du. Jetzt einfach ganz oft Kreis drücken und dann bist du wieder raus. Und jetzt kannst du noch die Farbe vom Gesicht ändern mit L2. Also mit L2. Okay, willst du wirklich so gucken, wie ich aussehe? Wie schön mein Gesicht aussieht. Okay, also mal gucken, was wir noch alles gewinnen und was wir dann noch so für Kostüme kriegen können. Was ist denn, wenn ich da... Das will sie auch nicht. Aber Mama guckt irgendwie immer nach oben. Okay, ich bin das Türkise und der Juli ist das Golden. So, jetzt müssen wir einfach durchlaufen, dann haben wir das erste Level gemacht. Guck mal hier vorbei. Hast du bemerkt, dass Sackfiguren bei ihren Streifzügen durch die Fantasiesphäre alle ein Pokerface tragen? Konzentriert auf die vor ihnen liegende Aufgabe. So muss es aber nicht unbedingt es ja immer sein, weißt du? Du kannst deine Mimik ändern, die Richtungstasten benutzt. Ganz leicht. Die Oben-Taste zeigt allen dein Siegerlächeln. Finster, siehst du, ich lächle gerade, gucke. Die Unten-Taste. Die Rechts-Taste zeigt ein fieses Gesicht. Die Links-Taste dein Du kannst doch nicken und den Kopf schütteln, indem du mit dem Controller wackelst und durchdrückst. Siehst du, ich lächle, auf die Steuerung der Hüfte umschalten.
warum schüttelst du dich nicht etwas? Das ist das schönste Lächeln. Als wäre das noch nicht genug. Drück doch mal die Gliedertasten oder benutze den linken und rechten. Und unten ist, wie du halt immer aussiehst. Schau mal, du winkst. Ja, sehr gut. Ich winke zurück. Ganz wirklich. Ehrlich. Jetzt wird es peinlich. Hör auf. Da oben ist vielleicht was. Aber ich kann übrigens nicht so traurig gucken. Guck mal, jetzt sehe ich auch, wie ich immer aussehe. Jetzt hau ich dich gleich runter hier, aber soll ich wuchs dich jetzt. So, komm, weiter geht's. Was ist das? Noch mal ein Mini. Also, mit dem Ungeliehenen ist er auch gut. Special Thanks to Mr. M&M oder was ist das? Ich weiß, dass du ganz wild auf das alles machst. Aber bitte denke an das Ethos der Fantasiesphäre. Gestalten und teilen und vor allem Spaß haben. Du weißt, wie sollst du vor allem Spaß ist ein riesiges Wort. Wäre Spaß sowas wie ein Schirm, hätten viele Leute drunter Platz. Je mehr Leute unter dem Schirm sind, ja, je größer der Spaß. Die Mama ist mit Teil im Video. Kannst du all deinen Freunden sagen? Nee, sagst du lieber nicht deinen Freunden. Du bist verwirrt. Da oben ist noch was mit dessen älteren Empfunden. Komm mal, wir warten. Hat schon angefangen. Guck mal, jetzt hier. Ja, ja, ja. Das ist das Anfang. Danke, altes Haus. Ich übernehme jetzt. Ah, so ein Glück. Da ist ja meine rechte Hand ins B. Bereit, mir bei Bankums Rettung zu helfen. Nur ein kleiner Druck auf diese Taste und unser Abenteuer beginnt. Oh, nein, auf der linken Seite, nein, wenn ich davor stehe, dann wäre das ja, nee, auf der, nein, die hier war's. Doch, ich seh's. Ich hab euch einen Hut vorgestellt. Mit dem weiß-blauen Dings auch blöd aus. Genau. Aber das ist immer nur ein Spieler. Es ist halt gerade immer ein Spieler. Ich bin noch gut, oder? Das nächste. Wenn wir das nächste Mal machen als Livestream, ja, dann sieht man vor, als wir hinsehen. Und dann zu wieder so locker und machst die Leute wieder ein. Ja, du schläfst ein. Das ist super. Dann können wir uns hier, bewegen wir uns und kommen nicht weiter, weil du schläfst. Okay, die Rakete fliegt. Macht sich bereit für den Absprung. Nicht vergessen, sammle schnell nacheinander Purpurblasen. Punkteblasen. Die Gelände.